So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Digge. Irgendwie sieht alles anders aus. Die Kamera schliert und wackelt und hat Luft. Und heute ist der 1. April. Der Thomas ist da. Der steht dort rum. Der baut sich schon wieder auf. Der kommt näher. Schnell die News vorlesen. Beflügel der 1. April. Taub sie Turbulenzen. Was ist euer allerlieblings-Pokémon? Genau. Und was ist das vom Schilling? Das Taubsi. Trainer, das ist ein Notfall. Uns droht ein fädriges Fiasko. Im Laufe der Jahre habt ihr Pokémon wie Taubsi an das Labor von Professor Willow verschickt. Anscheinend waren es so viele, dass der Taubsi-Schlag kaputt gegangen ist. Dabei wurden all diese Taubsi aufgeschreckt. Ihr habt richtig gelesen. Die Taubsi sind jetzt überall. Überall! Nein! Ja, und da einen Sockenschuss. Helft uns dabei, die entflogenen Taubsi einzufangen, bevor die Hackordnung endgültig auf den Kopf gestellt wird. Die Hackordnung? Wieder was gelernt. So. Beflügel der 1. April, Taubsi Turbulenzen. Samstag, 1. April, 13 Uhr bis 19 Uhr Ortszeit. Jetzt weiß ich auch, was du mit 13 Uhr meinst. Denn ich habe gesagt, 15 Uhr Spezialforschung, Thomas. Nee, 13 Uhr fängt das an. Bei mir steht was anderes. Nee, 13. Ich habe 15 gesagt. Ja, da sind die Stühle rumgeflogen. Wie bei den zwei Dings hier, Kinder. 13 Uhr geht es los mit den Taubsis. Aber die Spezialforschung gibt es komischerweise dann erst ab 15 Uhr. Warum auch immer. Was macht man also 2 Stunden? Nix. Na, Taubsis fangen. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Außerdem besteht während des Events eine erhöhte Chance, nicht auf Shinies, sondern auf Begegnung mit XXS und XXL Taubsi. Mögt ihr Taubsi? Freut ihr euch auf Taubsi? War ja richtig cool. Immer 12 Bonbons zum Entwickeln hin und her. Macht Spaß eigentlich, das zu fangen. Ab 15 Uhr gibt es eine Spezialforschung, die noch dazukommt. Von 15 Uhr bis 24 Uhr. Vor allem, die Taubsis kommen von 13 bis 19, aber die Forschung geht von 15 bis 24 Uhr. Wird schwer danach noch Taubsis zu fangen nach 19 Uhr, wenn dann keine mehr da sind. Also versucht das halt von 15 bis 19 Uhr abzuschließen am besten. Ja, dann kriegt ihr da ein paar Sachen, Begegnungen auch nochmal mit Taubsis. Und auch in Feldforschungen gibt es Taubsis und Event-Boni, erhöhte Chance auf Begegnungen mit XXS und XXL. Taubsi, so, das war jetzt alles. Das ist der 1. April. Viel erschreckender finde ich die Nachricht hier. Der Yending nimmt weitere Änderungen an Pokémon Go vor. Ab 10 Uhr heute, das ist jetzt gerade gewesen, wird die Spieldauer der App überprüft und nach einer Stunde schließt sich die App automatisch. Ein erneutes Öffnen ist erst am darauffolgenden Tag möglich. Der Yending möchte sicherstellen, dass die Begrenzung von einer Stunde Pokémon Go am Tag genügend Freiraum lässt für andere Hobbys und Tätigkeiten. So, Hashtag 1. April. Was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf Taubsi? Und wie viele Stunden Pokémon spielt ihr durchschnittlich am Tag? Reicht die eine Stunde aus? Oder was ist sonst heute euch noch passiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, das passt hier. Ich drücke jetzt Start, Pause und lade es mal hoch. Und jetzt habe ich die. Wo ist denn die Maus jetzt hin? Sieht alles anders aus. Grüße an Zai, der den PC auf den Kopf gestellt hat. Und Thomas, der immer den Kopf aus den Schlingeln rauszieht, ne? Aus dem Schlingel. Aus der Schlinge. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und viel Spaß beim 1. April. Lasst euch nicht veräppeln. Tschüss. Drück.